So, reden wir mal über die total witzig gemachte Seite heimarbeit.de. Geld verdienen von zu Hause aus, bekannt aus dem TV und RTL. Wozu sämtliche YouTube-Videos, die das belegen, in Anführungszeichen, gelöscht wurden. Als erstes fällt mir auf verbraucherschutz.de. Das flößt Vertrauen ein und ein Siegel, wo aussieht wie der billige Abklatsch von Stiftung Warentest. Ausgezeichnet.org, hier haben wir die Seite, die verkauft Bewertungssiegel, die angeblich sich aus vielen bewerteten Seiten zusammensetzen und dann ein immer sehr positives Ergebnis erzielen. Also man zahlt was und dafür leihen die dir ihr Siegel. Als zweites hatten wir verbraucherschutz.de. Das ist eine ähnliche Seite, die richtige Verbraucherzentrale NRW oder Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die sind richtige Verbraucherzentralen. Verbraucherschutz.de verkauft für 50 Euro im Monat ihr kleines Logo. Und hat hier so ein paar lächerliche Fake, vielleicht sind es echte Beschwerden und so weiter, aber wahrscheinlich nicht an die hier. Oder vielleicht haben ein paar Deppen gemeint, das sei ein echter Verbraucherschutz und haben an die geschrieben. Aber alle negativen Bewertungen, die hier veröffentlicht sind, tragen nicht das Siegel von Verbraucherschutz. Und da die das nur gegen Geld rausrücken, würde ich sagen, selbst bei dem, wo es sehr gut ist, müsste irgendwie eine Arschlochbewertung dabei sein. Aber ich finde, dass sie was Günnewig Production ist das? Nein, da gab es eine richtig gute Bewertung. Hier, die hier. Was, soweit ich weiß. Bla 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 bla, die Beschwerde. Sehr geehrte Frau R., diese Seite hat nicht einmal kein Impressum. Ja. Gut, habt euch richtig Mühe gegeben. Diese Seite hat nicht einmal kein Deutsch. So. Das zu diesen Siegeln. Dann Geld verdienen von zu Hause aus. Wer will das nicht? Bevor wir uns hier zu diesem Blödsinn widmen, gehen wir nochmal zu den Fake-Kommentaren. Nämlich NTV hat einen tollen Artikel veröffentlicht. Und wenn man hier auf den Link geht, kommt man tatsächlich auf die scheinbare NTV-Seite. Weil hier im Link sieht man, der heißt firmen.ntv.de, nicht www. Also im Grunde heißt es www.firmen.ntv. Also das ist eine ganz eigene Website, die so aussieht wie NTV. Aber jeder einzelne Reiter hier ist verlinkt mit der tatsächlichen NTV-Seite. Wenn man jetzt hier auf Politik klickt, hat sich der Adressatz geändert von firmen.ntv.de auf www.ntv.de. Also man ist tatsächlich weitergeleitet worden auf ntv.de und hat dann auch gleich mal Werbung und aktuelle Sachen. Wenn man wieder zurückgeht, kommt man auf firmen.ntv.de. Keine Werbung, kein Feed hier oben. Und ja, ist eine sehr gut gemachte Fälschung. Und hier im Impressum steht heimarbeit.de. Also bitte. Bei NTV steht im Impressum NTV. Nicht heimarbeit.de. Also. Und dann hier der nächste Idiot. Oh, ich habe die Werbung auf YouTube gefunden, die im RTL Werbung lief.
schauen wir sie uns an. Oh, Video nicht verfügbar. Na sowas. Und hier derselbe Scheiß wie mit MTV, bloß bei Focus. Unternehmen.focus.de. Also, hier derselbe Scherz. Man hat die Focus-Seite schön nachgebaut. Wieder Heimarbeit ins Impressum gepackt. Weil diese Seite ist ja von Heimarbeit, auch wenn sie Focus nachahmt. Und egal, wo man jetzt hier draufklickt, man wird verlinkt auf die tatsächliche Focus-Seite und ist dann hier tatsächlich bei Focus. Wenn man wieder eins zurückgeht, kommt man auf die Heimarbeit-Seite, die die Focus-Online-Seite nachahmt und so ein Anschein von Seriosität versucht zu verbreiten mit einem positiv gestimmten Artikel über heimarbeit.de auf der Seite Focus. Und da die Kommentare alle hier einen auf Nutzer machen, die das gepostet haben, und alle Kommentare positiv sind, also kein einziges Arschloch-Kommentar. Es gibt halt Menschen, die sind Arschlöcher. Und egal, ob du denen ihr Geld nach Hause trägst und ihnen auf dem rosa Teppich servierst, die finden trotzdem irgendwas scheiße. Und so Leute findet man immer in Kommentaren, außer hier. Hier findet man nur positiv gestimmte, lachende Menschen. Gut, nachdem wir das mal zerpflückt haben, kommen wir mal zu dem, was sie anbieten. Im Grunde ist das hier eine riesen Werbeseite. Die suggerieren, sie hätten Ahnung von Heimarbeit, wie sie dir das näher bringen. Und in Wirklichkeit verlinken sie dich eigentlich nur zu diesen ganzen Seiten hier. Und wenn du dich da anmeldest und Geld hinpackst, dann bekommen die einen Teil von dem Geld. Und umso mehr Leute der Seite Vertrauen schenken durch diese bescheuerten Verbraucherschutz und ausgezeichnet.org Logo-Siegel, die sie eingekauft haben und dieser Fake-Berichterstattung, umso mehr Leute sind so dumm und glauben den Scheiß. So, Geld verdienen mit Umfragen ausfüllen, ja. Also, da verdienst du höchstens 15 Euro im Monat und auch nur, wenn du zu der Zielgruppe gehörst. Und dann wiederum auch nur, wenn du die Interessen vertrittst. Also in der Regel sind es so 30 Fragen, aber am Anfang stellen sie 10 Fragen, um zu gucken, gehörst du zu der Zielgruppe. Und da du nicht weißt, wer die Zielgruppe ist, kann sein, du bist nach 3 Fragen raus und dann musst du auf die nächste Gelegenheit warten, um Fragen auszufüllen. Ganz häufig binäre Optionen und so ein Scheiß kommt dann auch. Geld verdienen mit Apps, Produkttester, da kannst du, wenn du tatsächlich Produkttester mal wirst, darfst du höchstens das Produkt behalten, aber Geld verdienen kannst du damit nicht. Heimarbeit seriös. Die 10 wichtigsten Merkmale. Naja, okay. Dass man Heimarbeit als Trader. Ja. Das ist wieder so ein Ding. So funktioniert's. Was ist Trading? So funktioniert Social Trading, ja. Du kopierst den Trade von jemand anderem, um damit dann Geld zu verdienen. Und hier wird natürlich auch die passende Seite verlinkt. Das ist so ein Schwachsinn. Hohe Sicherheit, Identitätsverifizierung über Personalausweis oder Reisepass. Das ist keine hohe Sicherheit für dich, das ist eine hohe Sicherheit für eToro. Nämlich, dass die wissen, wo sie den Gerichtsvollzieher hinschicken müssen, wenn du all dein Geld verloren hast.
80% von 124 Millionen kopierten Trades sind gewinnbringend. So, hier war die Aufnahme zu Ende. Also, 80% von 124 Millionen kopierten Trades sind gewinnbringend. Darauf will ich gar nicht näher eingehen. Also auf die 80% von 124 Millionen, das ist eh eine Bullshit-Zahl, die sie sich aus dem Arsch gezogen haben. Und zwar ein kopierter Trade. Also, das ist jetzt mein Aktien-Ding. Hier, umso höher der Zacken, ne, umso mehr Cash. Und hier in die Länge, das sind die einzelnen Tage. Also, das ist jetzt beliebige Aktie XY im Fallbeispiel. Und der Kurs verläuft mal so und dann wieder so. So. Und der Typ, der jetzt hier bei eToro ist, der wettet im Prinzip nur darauf, steigt der Kurs oder fällt der Kurs. Und da keine Sau hell sehen kann und da sich Aktienkurse nun mal nicht berechnen lassen durch den Faktor Mensch, zum Beispiel eine Firma, bei der der Kurs steigen sollte, fällt der Kurs, weil irgendjemand jetzt in Terra Tuckerland hinten den Gabelstapler gegen das Regal gefahren hat, das Regal fiel um und deshalb kommt alle Sendung in Verzug und deshalb fällt der Kurs, obwohl das Unternehmen total im Aufschwung ist. Und wegen solcher Kleinigkeiten, also jetzt ist ein großes Beispiel, aber auch andere kleinere Sachen, ist der Kurs halt nicht gleich und niemals berechenbar. So, und mal angenommen, jemand war so erfolgreich und hat hier verkauft, als er gewettet hat, der Kurs steigt, und dann hier gewettet, dass der Kurs weiter fallen wird, und hat dann hier seinen Gewinn gemacht und hat dann gesagt, hier der Kurs wird steigen, hat ein bisschen gewartet und dann ist der Kurs wieder gestiegen. Na, so. Wenn du jetzt diesen Trade kopierst, ich verstehe nicht ganz genau, ich verstehe zwar nicht wirklich, was die damit meinen, aber so wie sie es anhört, so wie sie es darstellen, klingt es so, als ob du das, was er gemacht hat, bei dieser Aktie XY, dass du den Vorgang einfach nur kopierst. Jetzt ist aber das Problem, am nächsten Tag ist der Kurs so. Ja, und was machst du dann mit deinem kopierten Trade? Der ist ja dann voll für den Arsch. Und deshalb, Leute, wenn ihr mit Heimarbeit Geld verdienen wollt, dann macht nur Sachen, wofür ihr Geld bekommt. Wenn ihr erstmal euer eigenes Geld ausgeben müsst, um dann irgendwas damit zu machen, von dem ihr keine Ahnung habt, und irgendeine sehr unseriöse Seite will euch hier weismachen, dass das total leicht wäre, vergesst es. Das ist einfach nur das, was Wirtschaftskrisen verursacht im Kleinformat. Im Prinzip verursacht du deine eigene Wirtschaftskrise, indem du dich in die Insolvenz stürzen tust. So. Ja, das Video kenne ich. So. Dazu muss man nichts sagen. Das ist einfach totaler Blödsinn. Hier alles klein mal erklärt. Oh ja, super leicht. Du kannst nur gewinnen. Und dann wieder ein Haufen Kommentare von Leuten, die es gar nicht gibt, die alle nur positive Sachen schreiben. Ich habe hier letztens mal einen Kommentar hinterlassen, und zwar, wer das hier macht und glaubt, er kann da mal eben seinen Nebenverdienst aufbessern, der ist so intelligent wie 5 Meter nasser Feldweg. Und fertig aus. Was feiern die denn hier noch so? Geld verdienen? Kleidung. Ja, Kleidung verkaufen, Geld verdienen, Haare verkaufen an Perückenmacher. Da musst du aber schon lange Haare haben und von guter Qualität. Geld verdienen mit Apps, ja, App-Jobber draußen rumlaufen. Das ist vielleicht noch halbwegs seriös, aber ich denke mal, wenn ich hier auf Geld verdienen mit Apps klicke, die 10 besten Möglichkeiten, was wird mir hier vorgeschlagen?
wird mir hier Appjobber vorgeschlagen oder Fotos verkaufen, Werbung anschauen, Umfragen teilnehmen. Ja, hochintelligent. Und dann Global Test Market, Nielsen, bla 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 bla. Das sind genau dieselben Dinger wie vorher, inklusive Trader. Ja, nichts Neues. Gar nichts Neues. Geld verdienen als Texter. Das ist auch wieder so eine Sache. Da kriegst du pro Zeile oder pro 50 Wörter ein paar Cent. 15 Euro pro Stunde. Das sind wohl eher 15 Euro pro Monat. Und ich meine hier Slogans und Claims und solche Sachen, das ist schon im professionellen Bereich, würde ich sagen. Das ist total freiberuflich, Freelancer-Style, da kannst du von gar nichts bis noch weniger verdienen. Irgendwas schreiben, dann ins Internet stellen und hoffen, dass irgendwer 15 Euro für deinen Schrieb zahlt. Ja, ganz bestimmt. Das ist total realistisch. Vor allem, wenn das jeder Depp macht, dann haben die so eine breite Auswahl, was sie da nehmen können, dass sie auch dementsprechend nicht gezwungen sind, irgendwie viel zu zahlen, weil es jeder Schmocks schon macht. Deshalb Mist. Oh, leck, ist die Seite toll programmiert. Als Testkäufer. Geld verdienen, Proband. Klinische Studien Geld verdienen als Proband. Ist das nur ein Artikel drüber oder zeigt es mir dann auf? Das ist jetzt erstmal nur die Erklärung. Und dann kommt noch irgendwie eine Verlinkung. Ich meine, zu den ganzen anderen Apps und Seiten gibt es immer einen Link. Empfohlene Artikel, Geld verdienen online, bla bla bla. Tja. Nein, kein Link zu irgendeiner Seite, einfach nur bla 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 bla, was mal zu finden. Schnell Geld verdienen, klicken wir doch mal da drauf. So, wieder dieser Text, 15 Euro die Stunde, ja. Und eigentlich nur wieder eine Auflistung der Möglichkeiten. Wenn man auf den Banner klickt, das hier rauskommt, kommt man wieder auf die Startseite. Okay, also, was lernen wir daraus? Heimarbeit, Geld verdienen. Also, was es wirklich noch gibt als Heimarbeit, ist Kugelschreiber zusammenbauen. Allerdings mehr, wenn du schwerbehindert, Rentner, psychisch krank oder sonst was bist, dann kannst du zu Hause Kugelschreiber zusammenbauen. Das läuft, glaube ich, über Diakonie oder Caritas. Und ansonsten Finger weg von binären Optionen oder solchen extrem unseriösen Seiten, die einem weismachen wollen, dass man mal eben in der Stunde 15 Euro bekommt für Nasebohren und Eierschaukeln.